Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte dir jetzt die sogenannte Ampel- oder Signalkartenmethode vorstellen. Die Ampel- und Signalkartenmethode dient dazu, der Lehrkraft, der Lehrerin oder dem Lehrer zu helfen, welchen Wissensstand bzw. Kompetenzniveau die einzelnen Schülerinnen und Schüler besitzen. Wenn wir uns dieses Bild hier anschauen, dann zeigt es eine vielleicht ganz typische Situation. Die Lehrkraft hat gerade eine Frage gestellt, möchte den Wissensstand überprüfen, kann sich aber aus nachvollziehbaren Gründen nicht sicher sein, ob alle Schülerinnen und Schüler sich auskennen. Wenn wir auf den ersten Tisch schauen, dann kennen sich da zwei Schüler aus, eine Schülerin nicht so ganz und eine Schülerin gar nicht. Nur wie will das die Lehrerin erkennen? Die Lehrerin kann nicht diese Sprechblasen lesen. Und da wir Menschen nicht in das Leben eines anderen Menschen hineinschauen können, in das Innere eines anderen Menschen hineinschauen können, müssen wir uns einer Hilfe bedienen. Viele Lehrerinnen und Lehrer bedienen sich der Körpersprache, der Mimik und versuchen dann aufgrund des Gesichtsausdrucks etwa darauf zu schließen, ob sich jemand auskennt oder nicht. Und an diesem Punkt setzt die Ampel- und Signalkartenmethode ein, um dieses Lernen, das Wissen, den Lernerfolg sichtbar machen zu können. Diese Ampelkartenmethode funktioniert insofern sehr einfach. Die Lernenden, also zum Beispiel Studenten oder Studentinnen, Schülerinnen und Schüler, erhalten grüne, gelbe oder rote Karten oder verwenden grüne, gelbe, rote Farbstifte. Diese grünen, gelben, roten Karten sind sehr leicht herzustellen. Man verwendet auch noch für sich verschiedenfarbige Papiere, also rot, ein rotes Papier oder mehrere rote Papiere, gelbe, grüne, laminiert diese dann und schneidet sie dann in eine bequeme handliche Form. Man kann sie dann zusammenhängen mit einer Schnur und teilt sie dann an die einzelnen Lernenden aus. Hier in dieser Abbildung sehen wir dann, jeder dieser Schülerinnen und Schüler hat so eine Ampelkarte erhalten und kann dann der Lehrerin, dem Lehrer dann in sehr einfacher Art und Weise dann ein Signal geben. In dieser Abbildung sehen wir jetzt die konkrete Durchführung dieser Ampelkartenmethode. Alle Schülerinnen und Schüler haben ihre Karte bekommen und die Lehrkraft stellt jetzt eine bestimmte zielgerichtete Frage an alle Schülerinnen und Schüler und fragt dann ab, ob sie diese verstanden haben, nämlich die Frage und vor allem, ob sie darauf zum Beispiel auch antworten können. Eine grüne Karte wird dann gezeigt, wenn die Schülerinnen oder Schüler zustimmen und sagen, ja, ich kann die Aufgabe lösen, ich könnte die Frage beantworten, mir ist alles klar, ich kenne mich vollkommen aus. Gelb würde angezeigt werden, wenn die Schülerinnen oder Schüler unentschlossen sind, wenn sie nicht ganz sicher sind, ob sie recht haben mit ihrer Antwort, wenn sie aber eine gewisse Ahnung haben. Und rot signalisiert dann der Lehrkraft, dass der einzelne Schüler, die Schülerin sich überhaupt nicht auskennen. Vielleicht schon die Frage nicht verstanden haben, in jedem Fall aber die Antwort nicht sagen können. Und dann kommt der nächste entscheidende Schritt. Wie geht die Lehrkraft dann mit den einzelnen Farben dann um? Bei einer grünen Farbe könnte man danach fragen, die einzelnen Schülerinnen und Schüler die Frage beantworten lassen und dementsprechend dann schauen, ob die Antworten richtig sind. Wenn ich rote und gelbe Karten in der Klasse habe, kann ich dementsprechend zum Beispiel vorgehen und Schülerinnen und Schüler mit einer grünen Karte die richtigen Antworten geben lassen. Ich könnte auch sagen, dass jemand mit einer grünen Karte, falls es mehr rote Karten gibt und mehrere grüne Karten gibt, sich zusammenschließen und dann in einer Partnerarbeit, in einer Gruppenarbeit dann versuchen, dann die Fragen zu klären. Oder ich könnte auch versuchen, jemanden mit einer gelben Frage anzusprechen und dann genau zu sagen, worin das konkrete Problem besteht. Und dann vor der ganzen Gruppe, vor der ganzen Klasse versuchen dann, die Fragen so lang zu klären, die Antworten so lang zu geben, so lang zu erklären, bis ich dann nach mehrmaligen Rückfragen dann die Anzahl der gelben und der roten Karten dann verringern kann. Man sollte auch immer wieder wahrscheinlich Schülerinnen und Schüler mit der roten Karte dann befragen, worin denn die genauen Probleme bestehen, worin die Verständnisschwierigkeiten dann bestehen. Und durch mehrmaliges Fragen signalisiert die Lehrkraft, dass sie einerseits Verständnis für die Fragen hat, dass sie auch Verständnis hat für die Nichtmöglichkeit, eine Frage zu beantworten, dass auch mal nicht alles sofort gewusst werden kann. Es wird eine entsprechende Vertrauensbasis hergestellt. Und auf der anderen Seite entsteht natürlich auch dann viel rascher die Möglichkeit, konkret auf Fragen, auf Missverständnisse eingehen zu können. Darüber hinaus könnte man natürlich auch mit diesen Ampelkarten rasche Abstimmungen durchführen. Ob eine bestimmte Methode überhaupt erwünscht ist, ob man überhaupt sich darüber unterhalten muss oder ob eh alles klar ist. Also kurz gefasst, diese Ampelkartenmethode ermöglicht einen sehr zeitnahen,
ein sehr zeitnahes, unmittelbar verfügbares Feedback. Besonders spannend ist es sicherlich auch zu beobachten, wie schnell die Schülerinnen und Schüler ihre Karten zücken. Das heißt, wenn die Lehrerin oder der Lehrer eine Frage stellt und die Schülerinnen und Schüler auffordert, ihre Karten zu zeigen, ist es ganz spannend zu sehen, wie lange manche benötigen, um eine grüne Karte zu zeigen. Da liegt natürlich dann der Verdacht nahe, dass vielleicht eine gelbe gezogen worden wäre. Oder wie lang oder wie schnell jemand eine rote Karte zeigt, wie überzeugt er ist oder sie ist, dass sie sich nicht auskennt. Oder einfach auf Nummer sicher geht und einfach die gelbe Karte zum Beispiel zeigt. Das heißt, diese Geschwindigkeit kann sehr interessant sein. Darüber hinaus ist natürlich wesentlich die Atmosphäre, in der diese Karte angewendet wird. Wenn die Schülerinnen und Schüler bis jetzt immer die Erfahrung gemacht haben, dass es falsch ist, Fragen zu stellen, weil man dann als dumm dargestellt wird, wird man am Anfang beim Einsatz dieser Methode wahrscheinlich erst ein Vertrauen aufbauen müssen. Wenn diese Methode aber erst etabliert ist, das heißt die Schülerinnen und Schüler den Nutzen gesehen haben, dass die Lehrkraft dann tatsächlich Antworten gibt, tatsächlich daran interessiert ist, dass sie etwas lernen, wird sich die Lernatmosphäre verbessern und sicherlich der Lernerfolg in rascher Folge steigern lassen.